Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen was Verrücktes zu machen. In dieser blöden Corona-Zeit, was uns ja mittlerweile alle ein bisschen auf den Zeiger geht, fällt einem ja irgendwann so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Man kann nicht richtig Motorrad fahren. Die kleinen Runden hier, die ich hier drehe, die machen irgendwie keine richtige Freude. Das ist immer so, man fährt los, dreht eine große Runde, kommt wieder zurück und ja, im Vergleich zur FMT 2019 ist das doch immer noch nur eine Kaffeefahrt. Es kommt mir vor wie, ja, wie Brötchen holen, sag ich mal. Hier unterwegs träume ich dann immer von Tadschikistan, von Kirgisistan, Mongolei, Russland und so weiter. Irgendwas muss jetzt her, ich brauche irgendeine Herausforderung. Letzten Sonntag bin ich mit meiner Freundin im Wald spazieren gegangen und da kam mir spontan eine Idee. Ich hatte mich in der Vergangenheit schon mal damit beschäftigt, an so einem Megamarsch teilzunehmen. Ich hatte das irgendwo gelesen. Da soll man innerhalb von 24 Stunden 100 Kilometer wandern. Und wahrscheinlich fällt das jetzt alles aus dieses Jahr. Und dann habe ich gesagt, oh, warum eigentlich meinen eigenen Megamarsch? Und natürlich muss es etwas mehr sein. Ich habe dann 101,7 Kilometer habe ich jetzt geplant und habe die Route geplant. Das Ganze wird jetzt auch gar nicht mehr lange dauern. Es geht am Samstag, den 18. April um 16 Uhr werde ich starten und dann 24 Stunden nonstop auf 101 Kilometer wandern gehen. Das Ganze wird so sein, dass ich das ein bisschen live mit reporte. Das heißt, es gibt zwischendurch Videomitschnitte, die könnt ihr euch anschauen. Und da könnt ihr dann sehen, wie es mir geht. Aber Leute, ich habe echt keine Ahnung, ob ich das überhaupt schaffen werde. Ich bin kein erprobter Wanderer. Ich denke mal, so mehr wie 15 Kilometer Wandererfahrung an einem Stück habe ich nicht. Ich weiß, dass ich gute Schuhe habe, die drücken nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich mir Blasen laufe und so weiter. Aber das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Das Streckenstück ist auch kein simples, das ist also kein Flachland. Ich habe insgesamt 2300 Höhenmeter da drin, die ich bewältigen muss. Die höchste Spitze ist 380 Meter und ja, das wird schon anstrengend. Und ich zweifle ein bisschen an mir selber, aber ich glaube, ich habe mich jetzt so unter Druck gesetzt, dass ich es eigentlich nur noch schaffen kann. Ich stelle euch jetzt mal im nachfolgenden Teil, stelle ich euch mal vor, was ich da geplant habe und wie ich mich darauf vorbereite. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr am Samstag, den 18. April um 16 Uhr zwischendurch mal auf YouTube schaut oder auf meiner Facebook-Seite Rolfs FMT Reisereport. Werdet ihr finden, müsst ihr nur Rolf Feldmann eingeben, dann findet ihr das schon. Es wird alles nur Live-Videos geben. Es wird spannend, insbesondere die nächtliche Wanderung durch den Wald, wo es natürlich auch Wildschweine gibt. Ich hoffe, dass ich nicht auf eine Wildschweinrotte gerate. Habe mich ein bisschen darauf vorbereitet, aber wer weiß, ich bin ein bisschen unberechenbar. Aber wie ich mich vorbereitet habe, erzähle ich jetzt noch nicht. Das erzähle ich euch dann nachts, wenn ich im Wald bin. Dann müsst ihr natürlich nachts einschalten oder euch das Ganze am nächsten Tag anschauen. Okay. Den Ostermontag habe ich dann gleich genutzt, um eine Routenplanung für meine Wanderung zu machen und bin auf eine Gesamtstrecke von 101,7 Kilometer rausgekommen. Das gesamte Streckenstück hat 2,3 Höhenkilometer. Die Top-Spitzen sind 3x 380 Meter und ich muss also einige Male Berge hochkraxeln, sodass das durchaus anspruchsvoll ist für mich. Hier habe ich mal das Höhenprofil von der Route dargestellt. Die maximalen Spitzen gehen auf 380 Meter. Und wie man sieht, sind da schon ganz ordentliche Steigungsstücke dabei, überall dort, wo es rot ist. Und dunkelrot ist es extrem. Dunkelrot bedeutet 17%. Die aktuelle Wettervorhersage für Samstag auf Sonntag sieht so aus, dass es zwischen 17 und 20 Grad Tagestemperaturen gibt. Das ist, würde ich mal sagen, optimal zum Wandern. Ich hoffe, dass es nicht windig ist dabei. Es wird allmählich auch schon wieder von ein bisschen Regen gesprochen, aber gut, wenn es ein bisschen ist, sollte mich das nicht abhalten. Schlimmer wird es in der Nacht, die Temperaturen um die 4 Grad, also da wird es schon ein bisschen frisch. Das heißt, ich muss mich klamottentechnisch da auch entsprechend vorbereiten, dass ich in den nächtlichen Stunden in der Waldwanderung durch das Weser Gebirge mich entsprechend warm halten kann.
Die Checkliste ist auch soweit fertig. Ich weiß also, was ich alles mitnehmen muss. Ich habe auch eigentlich soweit alles da. Ist nicht ganz so kompliziert wie eine mehrwöchige Motorradreise, aber vergessen darf man auch nichts, sonst geht es dann auch wieder schief. Und ich habe mir auf der Route ein paar Stationen, also so alle 20, 25 Kilometer gesetzt, wo ich Wasser austauschen kann. Das heißt, ich fahre vorher mit dem Motorrad einmal rund und verstecke mir dort ein paar Flaschen Wasser oder das ein oder andere Teil, was ich vielleicht nur in der Nacht brauche, und lege das dann anschließend auch irgendwo wieder ab, und am nächsten Tag fahre ich einmal rund und hole die Sachen wieder zurück, so damit ich nicht so viel schleppen muss in meinem Rucksack, weil alles, was ich an Gewicht habe, muss ich ja auch einen Berg mit hochschleppen. Sollte nichts dazwischen kommen, sprich das Wetter sich enorm verschlechtern oder ich krank werde, wird da auch nichts verschoben. Das heißt, Punkt 16 Uhr geht es los und ich werde in den 24 Stunden regelmäßig live berichten. Das heißt, ich werde direkt live auf YouTube senden. Wer also Lust hat, zuzuschauen, wie es mir so unterwegs ergeht, der ist herzlich eingeladen. Sehen wir uns hoffentlich wieder am Samstag, den 18. April um 16 Uhr. Und wenn ich zwischendurch noch was zu berichten habe, dann schicke ich das natürlich raus. Also bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.